Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Salam Aleikum in El Oasis an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Secret of Mana mit... Sailor Cat. Genau, Sailor Cat. Beim letzten Mal haben wir das Sklavenschiff der Republik kennengelernt und festgestellt, ich mag die Guten nicht. Ja, die alten Sklaven. Ich weiß noch nicht, was ich von den Bösen halten soll. Also Tantalus ist irgendwie fies, Markus kommt mir ganz nett vor. Und jetzt suchen wir den Feuerpalast, um mal den Samen zurückzubringen. Also wir gehen und besamen einen Palast. Ah ja. Und dafür müssen wir durch die Wüste irren, aber kein Problem, denn ich kenne den Weg. Das ist gut. Warum leuchte ich manchmal so auf? Das ist immer, wenn du haust, dann geht dein... Das ist immer, wenn dein 100% voll ist. Ah. Hey, hier gibt's Kürbisse. Ja, und... Wir kommen gerade von der Weihnachtsinsel und schon ist Halloween. Halloween ist woanders. Die Kürbishöhle kommt noch. Ah, okay. Das ist schon wieder ein Mana-Drachen. Ich habe noch nie vorher einen Mana-Drachen in der Wüste gesehen. Ja, jetzt schon. Und jetzt zwei kurz nacheinander. Was sind das denn da für gruselige Enten? Panikenten, würde ich sagen. Oder... Terrorenten, sorry. Dann sind Panikenten die mit dem blauen Kopf. Ah ja. Na komm, hier müssten wir schon beim Tempel sein, oder? Ja. Oh, es kommt schon Tempelmusik. Aber hey, es kommt Tempelmusik von einem abgeschlossenen Tempel. Was soll das? Betrug! Hier sind Gegner. Der Tempel ist nicht abgeschlossen. Betrugsparty! Ich glaube, das ist der Gedanke dabei ist, dass es ein Tempel ist, in dem kein Zauberngeist mehr wohnt, weil der ist ja so oder so schon weg, weil entweder gestohlen oder wir bringen ihn gerade zurück. Mhm. Und hier drin gibt es die nervigsten Gegner im Spiel, die roten Schleime. Juhu. Ui. Die creepy Sandspinnen, also das ist wirklich gruselig. Mhm. Sandspinnen, Ameisen, Löwen. Salax. Es ist doch erst Salak. Und sie können Rocky. Ah. Kann man die besiegen? Ja, wenn sie rausgucken, kann man sie hauen, aber es ist lästig. Oh, hier haben wir die Pfeilratten. Ah ja. Also keine Bogenratten mehr, sondern Pfeilratten. Alter. Zum Glück machen die kaum Schaden. Naja, gut. Für 49 ist nicht nichts, aber für eine Schlammbombe... Okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Dann Prim geht wieder raus. Okay, hier gehen wir nicht hin. Ja, wir können auch mal hier oben da, aber da kommt es nicht weiter. Das ist halt eine Rampe für nur nach unten. Ach so. Dann gehen wir mal hier hin. Ah, hier sieht es besser aus. Hier brennt! Na gut, ist auch der Feuertempel. Ja, es war irgendwie zu erwarten. Und hier brennt es doch richtig. Oh. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Anscheinend doch. Ja, aber hier ist Lava. Das ist ein Orbschalter. Aber hey, hier ist Feuer. Ist doch ganz offensichtlich, was hier zu tun ist. Frostwelle! Aha. Was? Nein. Nochmal. Frostwelle! Frostat zu Hilfe! Nicht einmal die Frostwelle kann dieses Feuer löschen. Oh, das kam jetzt unerwartet. Ja, du könntest ihn natürlich analysieren, aber das sparen wir uns, denn das Mittel der Wahl hier ist, wenn Feuer gegen Feuer. Wenn Feuer nicht hilft, wenn Frost nicht hilft, dann muss Feuer her. Ich glaube, es war der falsche Zauber, oder? Ja, es müssen doch leider die Glutgranaten sein, okay. Das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, bei Orbschaltern ist nicht nur wichtig, welcher Geist, sondern tatsächlich auch welcher Zauber. Ach so. Der Raum ist abgekühlt, weil wir ihn aufgeheizt haben. Ja, Physik, Leute. Also, wenn es zu warm ist, dann müsst ihr eine Bombe zünden, dann wird es kalt. Vielleicht ist der Gedanke dahinter so nuklearer Winter.
Das sind die nervigsten Gegner im Spiel. Ich hasse sie. Ich hasse sie so, so sehr. So sehr. Okay, du hast sie, weil sie doof sind und ein Arsch. Nee. Weil du sie hast. Ja, genau. Jetzt geht's ganz gut. Wir haben sie schön in die Ecke gedrängt. Da platzen sie. Da platzt denen gleich der Kragen. Nein, er hat sich vermehrt. Ah, da haben wir es nämlich. Popol kann sich nicht mehr bewegen und ist tot. Oh. Okay, das Tod liegt jetzt nicht an den Schleimen per se, sondern einfach, weil ihre Leben halt alle waren. Aber sie wurde halt verbrannt und wer brennt, kann sich nicht bewegen, kann aber noch weiter Schaden nehmen und nimmt sowieso Schaden, weil er brennt. Wow. Also Verbrennung ist, glaube ich, wirklich die nervigste Statusveränderung im Spiel. Oh, ich hab die Nase voll. Was ist in der Kiste? Bleib du wohl hier, Kiste! Komm, geh einfach dran vorbei. Es nimmt da sonst kein Ende. Schokolade ist zu viel. Ich bin geneigt, Popoi tot zu lassen, bis wir beim Boss sind. Ich weiß es nicht. Dann kann sie wenigstens nichts falsch machen. Hier brauchen wir Popoi, weil sie muss zaubern. Dann halt ein Lebenswasser. So, ich glaube, hier brauchen wir die Schlammbombe, aber analysieren mal, weil ich weiß es nicht mehr genau. Oh cool, du hast deinen Zauber gelevelt. Durch Vesufio, okay. Ah, dann brauchen wir hier die Feuerbälle. Und ja, diese Orbschalter haben, glaube ich, nur die Aufgabe, uns das Mana aus der Tasche zu ziehen, damit wir es beim Boss nicht mehr zur Verfügung haben. Perfekt. Aber wir haben genug Walnüsse. Solange man genug Walnüsse hat, ist alles gut. Merkt euch diese Lebensweisheit. Steinfalle? Ich schwör, die habe ich noch nie gesehen. Okay, ja. Es war anscheinend Medusa in der Kiste. Okay, es hält aber nicht ewig. Gut, ich dachte schon, das muss man heilen. Es gibt halt auch eine Falle, die dich einfach umbringt. Was? Ja. Beziehungsweise die eine Chance hat, dich umzubringen. Das ist dann die böse Falle. Krass. Kiste! Was ist in der Kiste? Wir rappeln an der Kiste. 1000 Goldmünzen ist gar nicht mehr so viel jetzt. Oh. Aber nice. Kann man brauchen. Wenn man 40.000... Wie viel haben wir? 40.000? Habe ich das richtig gesehen? Ich guck mal eben. Wie viel Gold haben wir? Ja, wir hatten 40.000, jetzt haben wir 41.000. Na gut. Es ist nicht nichts. Sieht hier irgendwie aus wie so eine Anstehbarriere auf einem Jahrmarkt oder so. Ein bisschen. Das Schlange-Steh-Labyrinth. Genau. Oder nee, eigentlich sind es vielmehr so Supermarktkassen. Ja, oder so. So, ich hoffe, das lohnt sich. Wenn das jetzt nicht mindestens ein Orb ist. Axtorb. So, und ich glaube, die Kiste ist eine von den Kisten, wo jetzt, wenn wir Schwertorbs vergessen hätten, wäre die Kiste nach dem Öffnen einfach wieder da gewesen und da wäre ein Schwertorb drin gewesen. Ach so. So. Weil das Spiel stellt sicher, dass man am Ende alle Schwertorbs hat. Es sei denn, man lässt sie absichtlich liegen, aber das ist ja, wer macht das denn? Es ist übrigens auch möglich, das Spiel abzuschließen, ohne alle Schwertorbs zu haben. Das macht es nur deutlich schwerer. Okay. Das macht dann den Final Boss Fight sehr viel anstrengender. Das glaube ich. Bounce. Die Wolken niesen Feuer. Das ist ungut. Schon wieder so ein tolles Zitat. Oh, da ist eine Kiste. Warte. Mach auf! Ist ja deine Falle, wenn es dich erwischt. Und es ist... Dachgas. Juhu. Hat dich aber anscheinend gar nicht betroffen. Randy ist verbrüht. Aber ich glaube, dass... Du bist bewusstlos. Merkst du es? Warum merke ich es denn nicht? Ich glaube, es ist verbuggt. Kannst du zaubern? Gucken, ob du zaubern kannst oder ob die ausgegraut sind. Geh rein. Okay. Ja, dann hat's dich gar nicht erwischt. Glück gehabt. Oh, ja, nice. Danke, Bug.
Weil manchmal begreift er, manchmal ist es so, dass man bewusstlos ist, aber man kann trotzdem noch rumlaufen. Aber dann, wenn man dann zaubern will oder irgendein Item einsetzen, dann merkt das Spiel, ey, Moment, du bist bewusstlos, du kannst nichts einsetzen. Ja, das Spiel ist an sich sehr stabil, aber ein paar Glitches hat's schon. Ja. Also keine, die das, also kaum welche, die das Spiel komplett kaputt machen, aber so ein bisschen lustig. Ja, kann ja ganz witzig sein. Oh, ich sehe schon die Pinöppel. Da gibt's noch eins. Da 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 da. So, ich glaube, hier ist schon der Boss, oder? Nee, noch nicht ganz. Oh, das ist ein schönes Rätsel. Ich frag dich mal, also ich weiß die Lösung natürlich, aber ich bin gespannt, ob du drauf kommst. So, hier sind... Hier ist nix. Okay, da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Jetzt gehen die Fackeln an. Gehen die an. Und da ist ein Orb. Und die gehen alle an. Da ist ein Orb, okay. Ich weiß es glaube ich noch, es war Froster, den wir hier brauchen. Und jetzt gehen die Fackeln wieder aus. Bis auf die da. Was? Bis auf die da. Was müssen wir tun? Puh, keine Ahnung. Vielleicht die auch nochmal irgendwie ausmachen? Ja, ich versuch's. Geht nicht. Mm. Ja, dann keine Ahnung. Du hast es gelöst. Was? Du musst zwischen den beiden, zwischen die beiden Fackeln gehen, die noch brennen. Ach so, man musste einfach hingehen. So, heil. Ich dachte, man müsste da noch was machen. Heil uns mal eine Runde. Da hinter der Treppe müsste der Boss kommen. Was glaubst du, kommt hier für ein Boss? Ja, ein Feuerviech wahrscheinlich. Mal sehen. Oder irgendwas, was zur Wüste passt. Der Minotaurus! Ja. So labyrinthmäßig war es aber gar nicht. Also wenn du dem zu nahe kommst, nimmt er dich auf die Hörner. Und der kann abwehren, ist. Also wir könnten ihn totblitzen, aber wir versuchen es erstmal so. Mhm. Du kannst ja mal eine Analyse schmeißen und gucken, wie viele Leben er hat. Ah, 7! Der kann Schlammbombe Level 7. Au. Heil uns mal. Moment, so. Froster, Hilfe! Froster Healing Escalation! Oh, das war ein Krieg, sauber. Oh, viel Schaden macht er mir zumindest nicht. Ist das ein Wrestling-Minotaurus oder was soll das? Warum? Weil er ständig unsere Leute greift und sie auf den Boden scheppert. Ja, vielleicht. Oh, jetzt geht's mit ihm durch. Er wird rot. Oh, jetzt macht er Schaden. Jetzt kann er reinhauen. Ah, seine Abwehr ist geweckt. Sehr gut. Okay. Popoi, du siehst nicht gut aus. Nein. Hier hast du ein Stück Schokolade. Au! Ah, da ist sie wieder. Hm? Oh, voll. Okay, ich versuch's mal mit einem Special-Angriff, ob das mehr bringt. Na, nicht viel mehr. Aua, da kratze ich mich einmal kurz und kann nicht ausweichen, schon nimmt er mich auf die Hörner. Das ist doch unfair! Ah, bewusstlos, juhu. Nicht mehr lange. Ach, danke. Heilung wäre vielleicht nicht schlecht. Du und Popo, ihr seht nicht gut aus. Was da, unsere beste Freundin? In der Tat, Froster ist für alle da. Außer Randy. Ah, das war's. Okay. Ohne Zauber! Woo!
Woo! Party hard! Party! Party! Und weiter geht's! Speerorb erhalten. Okay. Kommt noch ein Boss? Ja, es kommen bald Dungeons mit mehreren Bossen. Wir haben ja schon die Fischechsen gesehen im Palast. Der Samen ist da oben. Wir müssen ihn mit dem Schwert berühren. Also wir haben ihn da gerade hingeworfen. Ach so. Und damit haben wir die Hälfte aller Mana-Samen versiegelt. Woo! Kraft des Samens erhalten. Wir haben das Schwert besamt. Das klingt immer so falsch. Ach, kannst du dir denken, dass ich das sage, weil es falsch klingt? Ja. Ja, kann ich. So, wir nehmen das Wundertau. Fluchtseil! So, der Palast ist clean, das heißt keine Gegner mehr. Hoffe ich. Hier draußen auch? Scheint ja. Was haben diese Säulen zu bedeuten? Stehen hier einfach Säulen und tragen nichts? Ja gut, das gibt es in Griechenland, glaube ich, auch manchmal. Ja, so Dekosäulen, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal zurück nach Eloalis. Das ist einer der Punkte, wo man wirklich einfach nicht weiß, also wo das Spiel einem nicht wirklich sagt, wo man als nächstes hin soll. Ich meine, ich weiß es natürlich, aber... Pumba, das muss ich mich nicht fragen. Ich weiß es! Glühwürmchen, die da oben feststecken, auf diesem großen blau-schwarzen Ding. Oh, ich dachte, das sind Kugeln aus Gas, die in Milliarden Kilometer Entfernung verglühen. So, was sagt denn die Uhr? Oh, ein bisschen geht noch. Geht schon noch. Okay. So, irgendeine Idee, was wir als nächstes tun sollten? Ich red mal mit dem König. Ja, red mal. Du hast den Samen des Feuers zurückgebracht. Vielen Dank. Leider haben wir immer noch kein Wasser. Der Samen ist wieder da, aber Wasser haben wir trotzdem nicht. Wenn wir bloß ein Dingelchen hätten. Hilf uns sonst, sind wir erledigt. Bitte, ein Dingelchen also. Die brauchen... Ja, frag mal Ariel. Stimmt, die hat haufenweise Dingstars und Dingelchen und... Dingelhopper. Und Snarfblätter und zahllosen Kram und viel Plunder. Sie erstickt im Klimbim. Genau. Aber das sind jetzt Zitate heute. So, hier, die... Na komm. Immer mehr Menschen gehen fort von hier, das sagte ich schon. Zum Imperium? Ich glaube, die Kanoni-Brüder fliegen dorthin. Das ist der einzige Tipp, den wir bekommen. Oh. Wir müssen mit der, genau der einen sprechen, damit wir ahnen, wo es weitergeht. Das ist ja doof. Also, eigentlich, also ihr habt alle schon vergessen, aber wir hatten mal den Auftrag, ins Hochland zu gehen und mit dem Wahrsager Lunar zu reden. Ja, ich erinnere mich dunkel, aber ich hätte da jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Aber der wohnt auch nicht im Imperium. Aber als nächstes geht's ins Imperium. Ah ja. Ciao, Belli! Wo wollt ihr für 50 Goldmünzen hin? Trüffelt auf Weihnachtsinsel Imperium. Ja, Imperium. Benehmt euch anständig im Imperium. Auf in die Kanone. Letzter Kanonenflug. Oh. Aber du sagtest, danach kommt was Cooleres. Ja. Ah ja. Also wir sind erst in der Hälfte des Spiels. Wir haben ungefähr die Hälfte des Spiels jetzt hinter uns. Ah, krass. So, auf einen ganz neuen Kontinent. Und wir landen bei Kanoni. Ja. Der kann uns jetzt, also der, wir landen bei dem, der kann uns jetzt nur zurückballern, also sonst nichts, also. Bringt nicht viel. Ja, wir sind in der sogenannten Südstadt. Moment. So. Und wir sehen schon hier die Sturmtruppen, imperiale Soldaten. Mhm. Willkommen in Südstadt. Okay. Gut, dass man uns nicht, also wir sind hier irgendwie nicht steckbrieflich gesucht oder so. Finde ich gut. Also sind wir wirklich nicht. Hier, Frau im Schlafanzug, du warst. Wer bist du? Südstadt ist ein wenig kleiner als Nordstadt. Okay. Gehört ihr zu den Rebellen?
Nö, nö, nein. Nee, gar nicht. Nein, nie. So, die ist wichtig, mit der können wir reden, aber vielleicht können wir es überspringen, wenn ich den Code noch auswendig weiß. Bin mal gespannt, ich glaub's nicht, dass ich ihn noch auswendig weiß. Aber mal sehen, da. Also hier ist der Geheimgang der Rebellen. Aha. Verschwindet hier. So, können wir nicht erst? Ich dachte, man könnte den Code auch einfach raten. Okay, dann müssen wir doch erst mit der Ische reden. Hey, wer bist du? Der Imperator hat echt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Er bereitet sich auf einen Krieg vor und hat eine Monsterarmee im Schloss. Okay, das hätte ich jetzt ungefähr so erwartet. Maria trägt ständig diesen Schlüssel mit sich herum. Und du? Hier wohnen nur Verrückte, wie zum Beispiel diese Maria. Mhm. Wo ist Josef? Wahrscheinlich gefangen. Ich glaube, stimmt sogar wirklich. Oh. So, alte, schrullige Dame, die aber nett ist. Ich kann keine alten Damen sprechen. Hey, ich weiß, wer ihr seid. Woher? Von Victor. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin aus Tasnika. Ihr müsst wissen, ich bin eine Spionin. Und ich stelle mir vor, wie die Soldaten da so an der Tür lauschen. Mhm. Genau wie mein Mann, der jetzt leider in Gefangenschaft ist. Scheiße, ich hab recht. Ihr wollt nach Nordstadt? Dann benutzt am besten den Tunnel der Rebellen im Osten von hier. Die Parole lautet 634. Ich hatte im Kopf 134, aber ich war ziemlich nah dran. Hm, ja. Okay, ja. Was ist das Coolste in jedem Rollenspiel? Was denn? Das Kanalisationslevel. Juhu. Ah, was sagt denn die Uhr? Ja, okay. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt ihr wieder einen Daumen nach unten. Wir sehen uns das nächste Mal im Abwasserkanal. Yay. Bis dann. Ciao.